Danke, dass ihr nochmal dabei seid. Ich hoffe immer noch, dass ich diese Mission irgendwie noch erfolgreich über die Bühne bringen kann. Ich habe schon eine neue Idee. Das geht ja hier auf die Bühne sehr. Natürlich ist das der Schlüssel, der mich dann hier rausbringt. Jetzt lass mich raten. Sehr schön. Juhu, wir haben es geschafft. Das Problem ist, ich habe nur noch, glaube ich, einen einzigen Moospfeil. So, jetzt kommt nicht Moospfeil, sondern Eva-Pfeil. Schmerzen gerade, ja, den würde ich betätigen. So, jetzt ist da unten das Regulierungsteil öffentlich. Ich war uns auf dem richtigen Weg. Ich habe es mir mal angeschaut. Ich kann es gerade einmal kurz zeigen. Als ich vor ein oder zwei Folgen hier oben war, hatte ich die Lösung quasi, wie ich in den Fertigungsbereich reinkomme, ohne meinen Inspektionstrank zu benutzen, schon fast vor mir. Da oben das Loch. Dann kommt man in den Ofen, also unter dieser Metallschräge raus, in dem anderen Raum. Also im Fertigungsbereich D. Ich konnte manchmal zwischen den Folgen so ein bisschen was. Wenn ich zu frustriert bin. Das gibt eine ganz gute Möglichkeit, um ja, zwischenzeitlich wieder runterzukommen von meiner Frustration, die ich verspürt habe. Wir werden bestimmt diesen Siegelapparat auch nochmal brauchen, deswegen lasse ich den Fall jetzt erstmal hier dran. Bordteil 2 mit Hilfe der Siegelmaschine für das Bereich D mit dem Regulierungszylinder. Aha. Auf diese Weise erhalten Sie das Bauteil 3. Führen Sie dieses in den Zündapparat im Fertigungsbereich E ein. Okay. Also jetzt müssen wir quasi tatsächlich. Ihr Lobel, ihr seid ein Kalas. Ich werde deine Feinde mit der Schritte und alle Gegner zermalmen. Ich habe noch geduldig auf den Ausbruch. Rohstoff, bla bla bla. So, ich führe eine Maschine aus auf der Endprodukte von der anderen Seite. So, da dann. Okay, also ich glaube, wir haben alles richtig gemacht, dass wir nicht falsch schon reingesteckt haben. Ich muss jetzt mich einfach den Weg nochmal gehen. Das ist auch noch eine, sagen wir mal, moderate Form des Backtrackings. Ich danke dem Herrn Bauer für meine Arme. Deren Kraft ich die Welt verbessere. Erbaue. Seht, was ich will. Ich habe. Holy shit, war das dumm. Keine Be-
Berechtigung. Ich habe gehört. Ja, Leute, man, nichts mehr, wie gar du unten bist. Müssten ganz rechtzeitig hier oben sein. Man, man stiefelt. Als ich die Ruinen der Welt der Vorboten erforschte, fand ich die Werkzeuge, die der Erbauer mir hinterlassen hatte. Warum gab es diese Dinge, wo doch alles vernichtet war? Der Erbauer hatte zu Karras gesprochen. Und stellt euch meine Freude vor, als ich die Teile des Puzzles endlich zusammengesetzt hatte. Wie lange hat er auf einen Mann wie mich gewartet? Einen Mann, der dem Erbauer den Weg auf die Erde in ein neues Zeitalter ebnen würde. Bestimmt lange, Karras, bestimmt lange. Wieso, das ist doch die einzige Schwierigkeit. Wie kriege ich da hinten das Teil jetzt? Das ist da rauskommt. Auf jeden Fall werde ich hier den Fan entfernen. Wer hört das? Sieht das auf Falle? Das ist ein bisschen verwirrt. Fürchtet euch nicht, denn Karras schuf ein Kind aus Metall. Das bestimmt nicht auf der anderen Seite. Dieses Kind. Wirklich alles einfach. Das ist ein bisschen zu viel zu brechen. Wie gehen wir denn jetzt zu brauchen? Auf die Erde.
Lärm hinkriege. Okay, wir haben jetzt Bauteil Nummer 3. Bauteil Nummer 3. Finden Sie den Zündapparat, fertiges Bereich E ein. Okay, wenn das Bereich E haben wir schon gefunden, müssen wir nicht wieder charakterisieren kommen. Ich danke dir für meine Ruhe. An die häufig sehr Taubungszeit. Sie sind ein Geschenk des Klammers. Oder hoffen wir mal, dass der hinten möchte für das Bereich E geht. Ich nehme keinen Blick auf diesen Weg rüber, wo dann da der helle Wahnsinn abging mit den Kameras und keine Ahnung, was noch einem. Keine Berechtigung. Oh Gott. Ich habe gefunden, keine Gefahr. Alter, wo kommt der denn her? Hab ich da noch gar nicht gesehen. Ich habe nicht bestimmt. Keine Gefahr. Okay, dann mach das doch anders, dann gehen wir doch oben lang. Ich habe gefunden. Keine Gefahr. Falsch eingeschätzt hat. Geräusche geortet. Ich habe nicht bestimmt. So. Bin ich hier nochmal in den Raum gekommen? Hier durch, glaube ich, ne? Holy shit. Hier sollen wir in den Zündapparat das ganze Ding stecken, wo immer hier der Zündapparat ist. Ich habe keine Ahnung. Erstmal noch oben. Einfach mal hier balancieren und gucken wir, wo wir ankommen. Dann kann ich die Kameras jetzt nicht, aber also vorne ist jetzt das Zündapparat sein. Kann der Gewöhnliche das Zahnrad ersinnen? Nein. Es war der Erbauer, der zu uns sprach, der unsere Feder führte, als es an der Zeit war zu schreiben. Es war nicht Karras, der diesen Plan ersann. Der Erbauer selbst flüsterte ihm in sein begieriges Ohr und führte ihn bis zur letzten Stunde. Kann ich darüber springen, dann darauf springen, dann da hinten hingehen einfach? Das Problem wird nur sein, dass mich die Kleinen da landen. Oder ich da nicht ankomme, weil ich den Sprung nicht schaffe. Okay.
wäre für dich, dass ich dann mit so einer. Mensch, das gibt so einen Default-Pfeil, aber. Für die kleinen zum Glück überhaupt nicht. Da hätte ich mir jetzt mehr Drama erwartet. Dann sollte das Ganze echt kein Problem sein. Ja, da hatte ich mir deutlich mehr Drama erwartet. Das ist irgendwie beeindruckt. Natürlich muss ich jetzt noch hier eine andere Patrouille lang. Okay, die gehen, glaube ich, gerade wieder. So, dann stecke ich das Teil jetzt rein. Anweisung: Legen Sie das Ausgangsmaterial in das Becken auf der linken Seite der Maschine. Schalten Sie die Maschine mit dem Hebel ein. Die Endprodukte finden Sie im Becken auf der rechten Seite der Maschine. Tagebuch von Bruder Celsus. Als ich heute von Vater Karras Rede in meine Kammer zurückkehrte, war mein Herz voller Sorge. Er hat sich verändert. Erst heute wurde mir bewusst, dass ich diese schleichende Veränderung bereits seit längerer Zeit beobachtet und mich der Wahrheit stets verschlossen habe. Es ist wirklich abschreckend, aus dem Munde eines der Kinder seiner Predigt lauschen zu müssen, da er selbst nicht einmal zu diesem Anlass seine Schutzkammer verlässt. Auch der Inhalt der Predigt war beunruhigend. Wozu diese Andeutung, dass niemand von uns jemals so loyal sein könnte wie eine Maschine? Obwohl ich immer noch an den Segen der Technik glaube, hat die bedingungslose Verachtung aller natürlichen Dinge meinen Glauben erschüttert. Auch hatte ich den Eindruck, dass Karras sich in seiner Predigt häufig mit dem Erbauer gleichstellte. Eine Anmaßung, die ich nur verurteilen kann. Viele meiner Brüder schienen anders als ich auf die Predigt zu reagieren. Sie jubelten und priesen Karras wie immer. Allerdings befürchte ich, dass viele von ihnen nicht wirklich zuhören und zu unbeseelten Puppen verkommen. Doch ich sah auch einige nachdenkliche und ernste Gesichter. Vielleicht finde ich bei unserem nächsten Seminar in Eastport den Mut, diese Bude anzusprechen, um mit ihnen die Situation zu diskutieren. Hat nicht Karras selbst angeordnet, dass wir uns in der kommenden Woche von Soulforge fernhalten sollen? Okay. Also Ärger im Paradies sozusagen. Wenn ihr nur von Karras nicht mal zu begeistert von der ganzen Idee. Das Becken auf der Linie. Wo soll das rauskommen? Was ist das Becken? Das ist ja. Hat er denn so eine Augen lassen? Ja, ich denke, das machen wir dann alles morgen, wenn wir das dann fertig bauen. Heute denke ich mal, dass wir das zuschauen. Morgen, bis zum nächsten Mal. Bis dann.